Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rival Stars Horse Racing am Wonderful Wednesday. In der letzten Folge, die ich hochgeladen habe, die allerdings leider wieder geleckt hat, habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich eine Rabicona gezüchtet habe mit Bestwerten. Ich habe da mal gegoogelt, weil ich überhaupt nicht wusste, was das ist. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich wirklich nicht viel Ahnung habe mit irgendwelchen Farben. Fellfarben, weiß nicht, ob man das so nennt. Ja. Auf jeden Fall ist es einfach diese Zeichnung. Die weiße Zeichnung in der Mitte. Die Bestwerte werde ich auch noch herausfinden. Im Moment züchte ich ja eher, weil sie einfach schön sind und in Bayern würden wir sagen, es ist mir direkt ein bisschen zwider, dass ich so ein gutes Pferd gezüchtet habe, wo es einigen anscheinend ziemlich schwer fällt. Es tut mir leid da draußen, aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich so viel Glück habe, wie es scheint. Und wir haben jetzt auch genug Geld, dass wir einen Betreuer einstellen können. Denn wenn wir schon so ein gutes Pferd züchten, dann möchte ich auch das Maximum ausschöpfen. Füttern müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr selber. Möchte ich aber einfach mal machen, weil es ja, einfach nur süß ist, oder? Einfach nur süß. Unsere kleine Daisy. Ja. Ansonsten würde ich sagen, werden wir in dieser Folge einfach hier mal weitermachen. Vielleicht können wir sogar nochmal einen Fohlen züchten. Gucken einfach mal. Denn das ist tatsächlich, dass das einfach am schönsten ist. Das wird reichen. Weiter so. Sehr schön. Ein Stall bekommen. Okay, wir sollen Pferde trainieren. Trainieren wir Beschleunigung, um dir einen Vorsprung vor den Mitbewerbern zu verschaffen. Oh. Ach, unseren Silverfly, Firefly können wir. Confuse Clock hat maximales Potenzial erreicht. Ich denke, auch wenn unsere Daisy Daffodil herangewachsen ist zu einer Stute, dann werden wir Confuse Clock verkaufen, oder? Ich denke mal, ja. Sie hat uns gute Dienste geleistet für den Anfang. Aber unseren Silver Firefly kann ich definitiv nicht verkaufen, auch wenn er vielleicht nicht der Beste ist. Aber einfach, er ist so stark hübsch. Ja. Er hat zwar auch jetzt maximales Potenzial erreicht und hatte mit Sprintenergie nicht ja, die besten Werte. Aber ich will ihn einfach behalten. Ich will ihn einfach ansehen. Trainieren wir Sprintenergie. Naja, gut. Das geht ja dann, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Werte sein können. Trainieren wir Beschleunigung. Machen wir. Oh, können wir nicht. Beschleunigung hatten wir schon heute. Gut. Ihr habt jetzt das maximale Potenzial erreicht. Da bekommt er nochmal einen Ehrenplatz. Oh, schön, oder? Doch, das gefällt mir schon. Wir haben das alles schon. Sprintenergie. Auszahlung abholen machen wir doch ganz kurz geschwind. Welche Ziele haben wir? Verkaufe ein beliebiges Pferd.
Verbessere eine Foolbox. Wie können wir sie verbessern? Wir können ja nur hinzufügen. Wir können auch eine Pferdebox hinzufügen, oder? Ja. Ja, wir haben einen Kaufinteressenten. Ist mir klar. Wie sieht es mit unserer Stute aus? Maximaler Bonus. Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns mal an, wie sie als Erwachsene aussieht. Unsere kleine Daisy. Oh. Ist die hübsch. Wie die glänzt. Ich muss schon wieder Foto machen. Mehrere Pferde? Ah, wir können hier alle drei jetzt machen. Lebhaft, gelöst. Ja, neugierig finde ich schon immer noch super schön. Wobei hier dramatisch auch ganz cool ist. Ja. Das nehmen wir mal ganz kurz. So. Und dann würde ich auch gleich mal sagen, können wir... können jetzt verbessern. Ach, sehr schön. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir... Ja, wir bringen jetzt einfach den Verkauf hinter uns. Es hilft nichts. Confuse Clock, es tut mir leid. Du warst ein sehr, sehr gutes Anfangspferd. Aber du bekommst bestimmt einen besseren Platz. Oh. Okay. Oh, wie hübsch die beiden sind. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Klasse, mein Freund war total begeistert und hat uns etwas extra gegeben. Ich glaube, wir können wirklich ein spezielles Verkaufsprogramm erstellen. Ich kümmere mich um eine weitere Runde Werbung. Soll noch mehr verkaufen? Die Pferde wirken definitiv zufriedener, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Megan mitbringen soll. Ich will sie in Sicherheit wissen, weißt du? Nach dem, was ich durchgemacht habe. Ja gut, das können wir noch nicht, oder? Wie schaut's mit unserer Daisy aus? Oh. Sie ist schon echt eine hübsche. Sehr schön. Mhm. Und dann würde ich auch mal sagen, darf sie ihr erstes Rennen laufen? Wir werden hier mal das dritte Rennen laufen. Ja, das machen wir. Und Silver Firefly leider nicht. Du musst zu Hause bleiben, wir nehmen unsere Daisy. Startbox Nummer. Was wird es? Die 3. They're ready to go at Three Oaks. Daisy Daffodil, looking to make bookies unhappy. Oh, die Nummer 1 ist auch ein hübsches Pferdchen. Mit seinen kleinen weißen Flecken. Okay.
ziehen hier gleich mal rüber. Oh wow, wir sind aber auch flink unterwegs hier. So, hier nach innen, komm schon. Jetzt. Perfekt. Und auch mit dem Sprint wurde mir das nochmal ein bisschen besser erklärt. Und ich hoffe, wir stellen uns diesmal ein wenig besser an. Na? Oh ja. Ich war einfach immer zu langsam mit dem Drücken. Das war mein Problem. Oh. Über eine Sekunde schneller. Sehr schön. Gut gemacht, liebe Daisy. Ach, wir können sie auf Level 4 trainieren. Machen wir. Sehr schön. Und dann lassen wir sie gleich nochmal eins laufen. Gewinne Rennen 3 noch einmal. Ja. Sollen wir mal einfach probieren, oder? Bisher habe ich es noch nie gemacht. Warum nicht? Jetzt werde ich natürlich wieder nicht Erster werden. So. Excitement building here at Three Oaks. Punters hoping for a comfortable win for the favorite, Daisy Daffodil. Wir sind der Favorit. So. Gucken wir mal. Super Start. Aber hier drückt uns immer jemand raus. Ich will auf jeden Fall nach vorne. Gut. Auch wenn hier unser Sprint nicht so sehr auflädt, aber ich kann hiermit besser umgehen, wenn ich von Haus aus Platz 1 bin. Okay. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ein bisschen mehr Sprint könnten wir noch aufbauen. Warum leckt es jetzt eigentlich schon wieder? Ich habe eine Probeaufnahme gemacht, da lief alles tadellos und wehe, es geht ums Ganze. So. Ja. Sehr schön. Doch, vielen Dank für den Kommentar. Also, der war echt genial. Der Tipp. Sehr schön. Levelaufstieg. Wir trainieren unsere liebe Daisy gleich nochmal. Perfekt. Und es geht noch weiter. Die ist echt super. Also ich habe es ja wirklich gar nicht bemerkt. Es tut mir echt leid, dass ich da so schlecht bin und mich überhaupt nicht auskenne. Und dann gleich so ein Glück habe. Ja. Diesmal nicht. Ich kenne das Rennen noch nicht.
Die Nummer 4. Und in der nächsten Folge werden wir weiter züchten. Ready for the off at Three Oaks. Daisy Daffodil, the one to beat. Bin schon gespannt, was wir mit unserer Daisy denn alles züchten können. So, und einmal nach innen. Sehr schön. Läuft eigentlich wieder richtig gut für uns. Der Sprint ist auch richtig gut aufgeladen. Jetzt können wir in der Zielgerade nochmal alles rausholen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Oh, wow. Wieder über eine Sekunde. Ich würde auch sagen, wir werden immer besser. Gut gemacht, liebe Daisy. Dann trainieren wir dich noch mal kurz hoch. Und dann war es das auch für diese Folge. Ich würde sagen, war sehr erfolgreich. Wir haben einiges geschaffen. Und es geht noch weiter mit ihr. Wow. Und wir haben auch dieses Ziel erreicht. Trainiere ein Pferd. Jo. Mensch, ich bin beeindruckt. Die neuen Trainer haben sich alles super schnell angeeignet. Bin auch begeistert. Okay. Züchte ein Pferd der Klasse 2 oder höher. Dies werden wir uns nächste Folge einmal zu Herzen nehmen und das auch mal versuchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine dieser tollen Rival Stars Horse Racing Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.